Ich und meine Freundin Nelly machen eine Challenge und zwar geht es darum, wer die meisten Naturkatastrophen überlebt. Wir machen die Challenge gegen diese Villager. Wir werden auf jeden Fall die beste Untergrundbasis bauen, da bin ich mir sicher. Ha, hast du das gehört? Die denken doch nicht wirklich, dass die besser sind als wir. Ihr könnt es vergessen, uns zu besiegen. Oh nein, wir denken nicht nur, dass wir besser sind, wir sind auch wirklich besser. Denn hier können wir jetzt gleich entscheiden, welche Naturkatastrophe uns erwarten wird. Ist es die Feuer-Naturkatastrophe, die Tsunami-Katastrophe oder die Vulkan-Katastrophe? Oh Mann, lass mich ganz schnell den Knopf drücken. Ich will wissen, was wir bekommen. Bald werdet ihr endlich wissen, dass wir Villager viel cooler sind als ihr Menschen. Haha. Oh nein, ich drücke jetzt den Knopf und wir werden zufällig entscheiden, was wir bekommen. Okay, Nelly, bist du gespannt? Leute, schaut euch das mal an. Okay, Leute, was wird es sein? Ich bin gespannt und nein, bitte kein Tsunami. Oh Mann, ich hoffe, es ist ein Vulkan. Ich weiß schon perfekt, wie wir es verteidigen können. Und oh nein, es bleibt stehen. Leute, es ist Feuer geworden. Ich habe eine Idee, wie wir das verteidigen können. Keine Sorge, Simlack, ich löse das. Oh nein, wie können wir das nur lösen? Wir haben nicht viel Zeit, dann fängt die Feuer-Naturkatastrophe an. Hey Gertrud, mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wie wir das Problem lösen. Ich habe eine richtig gute Methode, Feuer zu löschen. Was hast du vor... Warte mal, was machst du dort? Wir können einfach alles mit Heu behandeln. Hast du gesehen, das Feuer ist ausgegangen. Das hat jetzt vielleicht dort geklappt, okay. Aber eigentlich bringt das Heu einfach nur das Feuer noch mehr zum Brennen. Das hilft gar nicht. Ha, ihr mit euren Loser-Tipps könnt uns gar nichts sagen. Baut ruhig weiter. Wir werden am Ende sehen, wer das Ganze überlebt. Leute, wollt ihr gerade wirklich Feuer mit Heu löschen? Das ist unmöglich. Ich habe da eine viel bessere Idee. Nelly, wie wär's, wenn wir Wasser dafür benutzen? Okay, lass uns ganz schnell Wasser platzieren, aber das darf nicht auslaufen. Deswegen müssen wir ein Glasbunker bauen. Oh ja, du hast recht, Nelly. Mach das mal. Leute, in der Zeit zeige ich euch schon mal hier unseren Bunker. Der ist einfach voll mit Eisen und deswegen auch richtig stabil. Und bei den Villagern besteht er einfach aus Holz. Das heißt schon mal, dass wir es auf jeden Fall überleben werden. Aber Nelly, wir haben noch 3 Minuten Zeit. Dann kommt die Feuer Naturkatastrophe. Wir müssen uns richtig schnell beeilen. Ja, Simlack, mach es so schnell, wie du nur kannst, weil ich will nicht vom ganzen Feuer verbrennen. Oh nein, das werden wir auf keinen Fall, denn wir werden jetzt hier als allererstes diese Glaskuppel aufbauen. Das wird dann einfach so wie bei SpongeBob Sandy ihr Haus aussehen, Leute. Wir müssen jetzt da außen drum noch Wasser platzieren, damit dieses ganze, der ganze Glasbunker auch nicht zerstört wird vom Feuer. Weil das Feuer kann so heiß werden, vielleicht wird das Glas einfach schmelzen. Das wollen wir verhindern. Das machen wir natürlich mit Wasser. Oh ja, das werden wir tun. Und weißt was? Ich werde sogar außen hier oder in der Basis so einen Roboter platzieren. Denn wenn alles brennt, dürfen wir auf keinen Fall auf den Boden laufen. Sonst verbrennen wir uns die Füße. Und mit so einem Roboter ist das Problem ganz einfach gelöst. Wow, das ist eine super tolle Idee. Ich werde jetzt das ganze Wasser platzieren. Oh ja, lass uns das machen. Warte mal, ich tue hier erstmal alles noch mit unserem Glas abdichten. So, wir sind gleich fertig. Da können wir Wasser platzieren. Und ich glaube, die Feuer-Naturkatastrophe kommt gleich. Aber das ist nur eine von den ganzen gruseligen Katastrophen, Nelly. Ja, für die anderen müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Aber das wird noch viel, viel schwieriger. Ich weiß nicht, was wir beim Tsunami machen sollen. Oh ja, da hast du recht. Aber es geht hier um Ehre, okay? Und genau deswegen müssen wir hier gewinnen. Und Nelly, jetzt ist es Zeit, um alles mit Wasser zu befüllen. Wow, platziere überall Wasser, aber ganz, ganz viel, damit wir auf keinen Fall verbrennen. Ja, ganz genau damit werden wir zu 100% überleben, Leute. Schaut mal. Und wisst ihr was? Wir haben jetzt aber noch keinen richtigen Eingang. Und darum müssen wir uns auch nochmal ganz schnell kümmern. Und dafür schnappe ich mir einfach hier so eine rote Tür. Und das ist keine normale, sondern so eine richtig coole Bunkertür. Und die platziere ich einfach hier rein, Leute. Und zack. Okay, perfekt, Leute. Und somit haben wir hier eine richtig stabile Tür, die uns vor dem ganzen Feuer schützt. Und die wir auch jederzeit öffnen können und hier reingehen. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen eine doppelt sichere Tür. Oh ja, stimmt, Nelly. Somit muss immer einer drin bleiben und dann kann er den anderen reinlassen. Aber dafür brauchen wir einen Hebel, sonst kann man hier nicht reinkommen. Und dann können wir entscheiden, wer hier reinkommt. Ich werde dich natürlich reinlassen. Oh ja, Nelly, mach die Tür auf. Das Feuer bricht gleich aus. Es funktioniert irgendwie nicht. Warum funktioniert das nicht? Okay, Nelly, ich glaube, wir brauchen eine andere Tür. Dann können wir auch die Villager nicht reinlassen, weil die werden hier auf keinen Fall reinkommen. Die sagen, die bauen was Besseres, dann werden wir sehen, ob die dort überleben. Oh ja, wir haben uns hier schon alles sicher gemacht. Wir müssen unten aber noch richtig viele Sachen bauen, wie zum Beispiel eine Küche, damit wir auch richtig viel Nahrung haben, weil wer weiß, wie lange die ganzen Katastrophen andauern. Simlack, wir haben noch ein bisschen Zeit und ich werde in der Zeit eine Küche bauen, damit wir ganz, ganz viel Nahrung haben. Oh Mann, Nelly, das ist eine super Idee. Ich glaube, wir haben noch 1 Minute Zeit, aber beeil dich da auf jeden Fall. Ich werde in der Zeit schon mal
mal diese Tür ersetzen, Leute, denn ich habe eine viel bessere Idee. Wir machen hier eine Augenscanner-Tür rein, okay? Somit sind nur wir erlaubt, hier reinzugehen, denn die Villager, wenn die hier auch ihre Augen scannt, dann kommen die hier nicht rein und die Tür öffnet sich nicht. Apropos Villager, was treiben die... Leute, was machen die hier vorne? Ha, ey, hört auf, bei uns zu spicken. Ich weiß, ihr wollt einfach nur bei uns spicken, weil wir viel besser sind. Oh Mann, das ist wirklich das Dümmste, was ich je gesehen habe. Wie wird das Stroh euch dabei helfen zu überleben? Ha, das Stroh kann alles löschen, selbst Feuer. Das wird es nicht löschen, es wird es nur noch viel schlimmer machen, weil das Stroh brennt. Nee, Stroh brennt nicht. Wer hat dir das? Hast du es gehört? Der sagt einfach, Stroh brennt. Was ist das denn für eine Langnase? Hey, ich hab keine... Ihr habt selber eine lange Nase. Hey, hör auf, meine Nase zu beleidigen. Du hast mich gerade selber beleidigt. Egal, wisst ihr was? Okay, wenn ihr denkt, dass das euch wirklich helfen wird, dann liegt ihr da auf jeden Fall falsch. Das werden wir gleich... Oh nein, das fängt in 30 Sekunden an. Schnell in unseren Bunker. Viel Spaß euch beim Untergehen. Hahaha. Oh Mann, Leute, wir haben das hier viel besser gebaut. Wir haben einfach so eine Unterwasserbasis und die ist tausendmal cooler als die von den Villagern. Und die bringt auch was im Gegensatz zu den Villagern. Und Nelly, hast du das hier schon gebaut? Oh ja, ich bin gerade dabei, hier alles aufzubauen. Schau mal, wie schön ich das mache. Wow, aber wir müssen auch richtig krasse Sachen in den Kühlschrank tun, damit wir auch lange überleben. Und dafür habe ich eine richtig gute Idee. Und zwar, wie wäre es, wenn wir ganz viel McDonald's reinpacken? Boom, Leute. Wir machen einfach tausende Happy Meals rein, denn da ist das meiste drin, Leute. Davon, Junge, davon können wir jetzt 10.000 Jahre leben. Lucky, das ist ungesund. Nicht nur das reintun. Okay, du hast eigentlich recht. Ja, das dürfen wir wirklich nicht nur reintun. Wir haben einen Cheeseburger, hier ist ein Hamburger, Leute. Hier ist noch ein Big Mac. Ey, ganz viel Big Macs, ja, ganz genau. Davon brauchen wir mehr, Leute. Denn damit können wir. Das ist ein 100-Jahres-Vorrat, Leute. Damit überleben wir. Keine Ahnung, damit hätten wir die Dinosaurierzeit überleben können. Aber Sim Lucky, wir brauchen noch einen Tisch, wo wir alles essen können. Stimmt, und genau deswegen hast du ja schon einen Tisch platziert. Perfekt, aber ich werde hier noch ein paar Stühle platzieren. Und irgendwie halten wir heute alles weiß. Sollen wir das vielleicht in einer anderen Farbe machen? Warum machen wir das nicht in Rot? Das muss alles schön modern aussehen. Ja, Rot sieht modern aus. Nee, dann machen wir es lieber lila. Okay, Nelly, weißt du was, dann machen wir das halt in Weiß, wenn du es so haben willst. Aber mach den Tisch ein bisschen kleiner, sonst sieht das nicht hier symmetrisch aus. Und so ist es perfekt. Leute, warum haben wir so viele Stühle? Falls vielleicht mal die Villager vorbeikommen wollen und bei uns übernachten. Warte mal, wie sollen die reinlassen? Ja, die werden sowieso zu uns kommen wollen, wenn die sehen, was bei denen passiert. Oh ja, du hast recht. Oh, passiert da noch ganz viele Öfen, damit wir auch unsere Sachen anbraten können. Oder zum Beispiel einen Kuchen backen können. Apropos Kuchen, ich werde ganz viel platzieren und ich glaube, die Katastrophe beginnt jetzt. Okay, passend zu der Katastrophe werde ich jetzt ganz, ganz viele Feuerkuchen platzieren. Die sind total gruselig. Sollte ich nicht eigentlich lieber Wasserkuchen platzieren? Egal, die sehen irgendwie cool aus, Leute. Das ist einfach so ein Lavakuchen. Hey, mach die weg, die sind voll heiß. Oh, nee, das tue ich jetzt nicht weg, Mann. Das ist einfach unser Lavakuchen. Der ist ultra cool. Nelly, komm ganz schnell nach oben. Ich glaube, die Feuerkatastrophe fängt an. Die Villager sind auch schon draußen. Oh nein, Simaki, ich habe sowas von Angst. Ich glaube, die Katastrophe beginnt jeden Moment. Ha, wir werden auf jeden Fall... Ah, nein, es brennt schnell in eure Basis, in eure Basis. Simaki, pass auf, es brennt überall. Yo, wie viel brennt hier bitte sehr? Ich wurde angebrannt. Jetzt gibt es noch einen Ausweg in unsere Basis. Da bin ich sicher. Bist du sicher, dass du da sicher bist? Leute, wie oft habe ich ja sicher gesagt. Aber, es sieht nicht gut aus, Leute. Ihre ganze Basis brennt ab. Oh nein, warum tut das ganze Stroh es nicht aufhalten? Ich dachte, es wird nicht mehr brennen. Oh Mann, Leute, diese Feuerkatastrophe ist wirklich schrecklich. Alles brennt, außer unsere Basis, Nelly. Hier sind wir einfach sicher. Simaki, komm hier lieber rein. Ich habe draußen Angst. Das ist viel zu viel Feuer. Nein, Nelly, uns kann nichts passieren, denn wir haben überall Wasser platziert. Im Gegensatz zu den ganzen Villagern. Ha, oh nein, es sieht ganz so aus, als ob unsere ganze Basis anfangen würde zu brennen. Oh nein, die schützt ab. Pass auf, was ist hier nur passiert? Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, unsere schöne Basis, alles tut hier einfach abbrennen. Wir müssen diese Naturkatastrophe irgendwie überleben. Alles wird zu Asche, was machen wir hier nur? Es sieht ganz so aus, als ob sie wirklich recht hatten. Ich glaube, diese Runde haben wir verloren. Es tut mir doch so leid. Ich wusste es auch nicht besser. Nelly, sollen wir vielleicht mal rausgehen und schauen, was die dort so treiben? Aber nur mit unserem Roboter, sonst werden wir anbrennen. Ja, Simaki, lass uns das tun. Ich bin mal gespannt, ob die überlebt haben. Oh ja, das soll wirklich auch einmal nachgucken. Oh, bei uns sieht es gut aus. Ich meine, bei uns brennt... oh Mann, schau dir das mal an. Bei denen brennt einfach alles. Simaki, ich glaube, die haben nicht überlebt, ehrlich gesagt. Oh, Mann, die Basis oben brennt ein bisschen und sie ist unten. Oh, wow, Nelly, da sieht es gar nicht gut aus. Der Punkt geht auf jeden Fall für uns. Haha, das haben die davon. Okay, weißt du was? Ich gehe da rein und schau mal, was da abgeht. Leute, alles sicher bei euch?
Obwohl, ich komme hier gar nicht rein, Leute. Das ist viel zu... Oh, hier muss ich schon rein. Freunde, naja, ihr habt gerade eben noch gesagt, wir wären schlecht. Jetzt sehen wir ja, wer schlecht ist. Hey, hör auf uns auszulachen. Wir haben hier schon genügend Probleme. Wisst ihr was? Vielleicht die erste Runde habt ihr gewonnen. Aber die zweite, die werden wir auf jeden Fall wir gewinnen. Haha. Niemals. Schaut mal eure Basis an. Da ist alles abgebrannt. Ich werde es niemals schaffen. Haha. Okay, Leute, wir gehen lieber schnell wieder nach oben, weil hier ist überall Asche und hier brennt man auch richtig krass. Und jetzt können wir wieder zu den Naturkatastrophen gehen und nochmal das Zufallsrad entscheiden lassen. Oh Mann, wir sind stärker zurück als nie zuvor, okay? Das haben wir noch so knapp überlebt und deswegen werden wir euch jetzt komplett raschieren. Haha, habe ich recht? Nein, wirst du nicht schaffen, okay? Wir werden wieder viel besser sein als ihr. Okay, aber lass uns davor schauen, was wir jetzt diesmal bekommen. Bitte wird es Tsunami, Leute. Da habe ich schon eine richtig gute Idee. Ha, nein, auf keinen Fall ein Tsunami. Ja, obwohl, da hätte ich auch eine gute Idee. Mal schauen, was es sein wird. Und zack, wir drücken den Hebel. Den Knopf meine ich. Wow, Leute, es sieht so aus, als ob es Vulkan... Nee, es wird nicht Vulkan. Okay, es dreht sich noch weiter. Es geht noch weiter. Mann, es muss was Gutes werden. Es muss was Gutes werden. Und es ist Tsunami geworden, Leute. Ha, ja, let's go. Haha, ich habe eine richtig gute Idee, wie wir den Tsunami aufhalten können. Ich zeig's dir mal. Obwohl, nee, euch zeige ich das nicht, denn ihr wollt ja nur spicken. Ich habe keine Ahnung, wie wir den Tsunami aufhalten können, aber ich weiß was. Ich werde ein Schlafzimmer für uns beide bauen, okay? Okay, Nelly macht jetzt wie ein Schlafzimmer bauen. Okay, und in der Zeit werde ich hier oben ein paar Änderungen vornehmen. Und zwar brauche ich dafür nur die magische Axt, Leute. Ich werde als allererstes das ganze Wasser hier entfernen. Denn Wasser mit Wasser zu bekämpfen bringt auf jeden Fall gar nichts, Leute. Genau deswegen geben wir jetzt hier den Command ein. /replace Wasser mit Luft, Leute. Und somit ist auch schon das ganze Wasser weg, was wir gerade eben hier platziert haben. Und wisst ihr was, Freunde? Glas hilft uns da auf jeden Fall auch nicht gegen den Tsunami. Aber was uns da hilft, ist eine Bedrock-Hülle. Und Nelly, kannst du hier wieder das ganze Glas hinmachen? Wieso willst du es wieder hier hin haben? Ich habe es mal extra weggemacht. Ich brauche das einmal ganz kurz. Ich werde dir schon zeigen, wieso. Und zwar können wir das ganze Glas mit Obsidian austauschen. Und dann sind wir hier ultra sicher, Freunde. Schaut euch das mal an. Wow, unsere Basis hat sich gerade einfach richtig krass geupgradet. Ich würde sagen, wir können hier unsere Tür lassen, weil die ist sowieso schon richtig stabil. Und das ist jetzt unsere Bedrock-Basis. Und was treiben die Villager dort? Oh Mann, was hatten die für eine Idee? Der meinte, der hat eine richtig gute Idee. Aber ich bin mir sicher, die ist sowieso schlecht, Leute. Wir gehen hier mal runter. Und Nelly, schau mal, wie du gerade baust. Ich markiere erstmal die Schlafzimmer. Guck mal, auf der rechten Seite werde ich schlafen, auf der linken du. Warte mal, ich dachte, wir haben ein Schlafzimmer zusammen. Nein, auf keinen Fall würde ich das machen. Okay, schade, Leute. Egal, ich gehe wieder nach oben, Freunde, und muss das noch viel sicherer machen. Obwohl, nee, ich bleibe sofort in. Und wisst ihr was, wie man Wasser bekämpfen kann? Natürlich mit ganz, ganz viel Schwämmen, Leute. Die müssen wir hier überall hin platzieren. Ist einfach so wie ein SpongeBob. Der saugt sich voll mit ganz, ganz viel Wasser. Das heißt, falls auch das Wasser hier reinkommen würde, Leute, geht es sowieso weg, denn es wird von uns einen ganzen Schwamm aufgesaugt. Oh ja, und deswegen müssen wir auch sicherstellen, dass wir ganz, ganz viele davon platzieren, damit wir auch richtig viel Wasser aufsaugen können. Ich glaube, die ganzen Villager kommen niemals auf diese Idee. Ha, ich habe was gesehen. Du hast einen Schwamm in der Hand. Das ist eine gute Idee. Ey, willst du gerade bei uns spicken? Nee, lass mich einfach mal nur kurz reingucken, reinkommen. Oh ja, hier sieht schön aus. Obsidian oder Obsidian ist gar nicht sicher. Obsidian ist sicher. Warte mal, willst du jetzt mal reinkommen? Ha, ich bin reingekommen. Hey, stopp mal ganz kurz. Ja, nur weil ich die Augen... Ne, du kommst hier nicht rein, okay? Du gehst hier sofort wieder raus. Und weißt du was? Du hast vergessen, hier reinzukommen. Haha. Hey, lass mich rein. Ich komme hier rein. Schau, die Tür ist gar nicht... Warte, warum komme ich hier nicht rein? Weil das eine Augenscanner-Tür ist. Und die geht hier nur auf, wenn ich meine Augen scannen lasse. Haha. Hey, das ist nicht fair. Egal, weißt du was? Ich werde dann nicht in deine Basis gehen. Hier will ich sowieso nicht rein, denn ich stinkt hier. Ey, wie kommst du jetzt darauf? Es stinkt hier gar nicht. Es riecht hier einfach nur gut. Bei euch riecht es nach verkohlter Asche, okay? Bei euch stinkt es, wenn schon. Wie konntest du sowas nur sagen? Oh nein, dafür wirst du deine Rache bekommen. Schau mal, ich zeig dir mal meine Geheimtaktik. Okay, jetzt bin ich mal gespannt auf deine Geheimtaktik. Leute, was für eine Geheimtaktik? Worüber redet der? So Lucky, solange er die Geheimtaktik zeigt, werde ich das Schlafzimmer schön bauen. Okay, Nelly, was macht der Typ hier vorne? So, eine Sekunde. Warte mal, der benutzt unsichtbare Blöcke? Das ist ja richtig fies. Da haben wir da schon nicht gerechnet, ne?
Okay, sieht ganz so aus, als ob der Villager jetzt übertreiben würde. Die sind gar nicht mal so dumm, Leute, wie ich dachte. Naja, aber uns wird er auf keinen Fall besiegen, denn wir haben hier Schwämme, Obsidian und eine richtig stabile Tür. So, jetzt werde ich meine Geheimtaktik auspacken. Warte. Ich dachte, du machst einen unsichtbaren Blöckebunker mit Barrieren, aber was soll das jetzt sein? Ich werde ganz viele Fische platzieren. Okay, stopp. Wieso platziert der Fische, Leute? Okay, es gibt gar keinen Sinn. Ich meine, wie sollen Fische einen Tsunami bekämpfen? Wusstest du nicht? Fische saugen Wasser auf. Nein, Schwämme saugen Wasser auf, aber das sage ich ihm nicht. Wie sollen Fische das aufsaugen? Die werden das ganze Wasser auftrinken. Hahaha. Wenn der nur wüsste, dass Fische... Junge, warum sollten Fische so viel Wasser trinken? Das kriegen die nicht mal hin. Oh doch, ich meine, Fische werden das ganz besonders gut schaffen. Damit werde ich auf jeden Fall gewinnen. Damit wirst du vielleicht auf jeden Fall verlieren, aber gewinn auf keinen Fall. Ha, aber meine Geheimtaktik kennst du sowieso noch nicht. Was für eine Geheim... Leute, sag mir nicht, der will jetzt einen fetten Fisch platzieren. Oh, doch, woher wusstest du das? Ja, keine Ahnung, ich habe mit der Villager-Logik gedacht. Junge, warum sollte man Fische platzieren, damit man Wasser aufsaugt? Was will der jetzt da platzieren? Schau mal her, diesen Fisch habe ich gezüchtet jahrelang und der ist richtig riesig. Und zack, haha, komm hervor, mein kleines Baby. Oh ja, das ist er, schau ihn dir an. Oh Mann, was ist das denn für ein Fisch? Okay, der ist wirklich riesig. Aber das ist doch kein Wal, Junge, das ist ein Schwertfisch oder so. Oh ja, das ist mein Lieblingsfisch. Der wird das ganze Wasser aufsaugen und den Tsunami wird dann zwei teilen mit deinen fetten Lanze da vorne. Oh yeah. Ja, das könnte er wirklich vielleicht schaffen. Nee, schafft er niemals, einen Tsunami in zwei aufzuteilen. Der wird einen Tsunami bei uns aufteilen und der Rest wird dann auf euch fallen, auf eure Basis. Okay, Leute, wir haben schon so gut wie gewonnen. Hey, lass mich rein! Oh nee, du kommst hier auf keinen Fall rein. Wir machen jetzt die Tür zu und ich schau mal wieder bei Nelly vorbei. Leute, die Villager werden wieder verlieren. Hundertprozentig. Ich bin mit deinem Zimmer fertig. Wow, Nelly, ey, sieht das gut aus. Was hast du hier bitte sehr gebaut? Wow, du hast doch eine Gaming-Ecke gebaut. Warte mal, Nelly, aber der Stuhl, der ist nicht so richtig. Okay, ich brauche einen anderen Stuhl. Und zwar einen richtigen Königssessel, Leute. Ganz genau, ich platziere einfach den hier vorne. Der hat sogar so eine Krone dort. Zum Lucky, ey, aber ich habe mir voll viel Mühe gegeben. Ja, ich weiß, es sieht auch wirklich richtig toll aus, Nelly. Wir müssen jetzt nur noch dein Zimmer bauen. Und ja, du platzierst sogar einen roten Teppich. Ja, ganz genau. Alter, Nelly kann wirklich richtig gut bauen, Leute. Ich sag's euch ehrlich. Weißt du was, Nelly? Und ich werde dir jetzt auch helfen beim Bauen. Nee, Sim Lucky, helf mir lieber nicht. Ey, was soll das jetzt heißen, Nelly? Ja, du kannst gut bauen, aber ich will nicht deine Hilfe. Wenn ich gut bauen könnte, dann würdest du meine Hilfe annehmen, Nelly. Ich kann wirklich gut bauen. Vertrau mir, guck mal hier. Bats, alle ganzen lilanen Blöcke dorthin. Okay, ja, du kannst mithelfen, keine Sorge. Und Nelly, ich natürlich... Guck mal, ich mache ein kleines Geschenk. Und zwar gebe ich dir ganz viele rote Plüschtiere in dein Zimmer. Nein, du baust doch nicht bei mir. Alles gut. Junge, Alter, warum willst du keine roten Plüschtiere? Die sind cool. Die hast du bei mir vergessen, okay? Die müssen sich überall platzieren. Ganz viele rote Schafe. Boom, boom, Leute. Okay, ich glaube... Diese Naturkatastrophe kommt jeden Moment, Leute. Und das wird die dickste aller Zeiten. Ich bin gespannt, wie der Tsunami aussehen wird. Und was macht ihr vor denn mit deinem Fisch bei meiner Basis? Ha, keine Sorge, dem geht's gut. Ich glaube, dein Schwertfisch oder was auch immer das ist, der geht drauf. Nee, der atmet nur gerade ein bisschen Luft. Das ist gut für ihn. Ich weiß nicht, ob das... Kann es sein, dass er draufgegangen ist? Hey, was hast du mit meinem Schwertfisch angetan? Ey, das kriegst du zurück, Mann. Junge, wie kann man so lost sein und seinen Schwertfisch aus einem Aquarium nehmen? Okay, natürlich geht er da drauf. Der braucht Wasser. Oh Mann, du Fischling. Das war ich nicht. Oh nein, der Tsunami kommt jeden Moment, Leute. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Ha, wir werden auf jeden Fall sicher sein. Haha, der Tsunami kann uns gar nichts. Ich frag mich aber, wo der Tsunami... Wow, Leute, ich glaube, ich habe den Tsunami gesehen. Oh nein, schnell in unsere Basis. Schnell. Unsere Fische werden das ganze Wasser aufsaugen. Nelly, du weißt, was zu tun ist. Schnell in unsere Basis, der Tsunami kommt. Schnell. Oh ja, der kommt jeden Moment. Wir müssen hier schnell rein. Mach die Türen zu, Nelly. Mach die Türen zu, okay, damit hier nichts reinläuft. Ey, Nelly, du musst hier reinkommen. Hey, ich komm nicht rein, Simak, was soll das? Okay, warte mal so. Zack, wir machen das wieder zu. Und jetzt machen wir die Tür zu und rein in unsere Basis. Hier wird der Tsunami niemals reinkommen. Hundertprozentig. Wir sind hier sicher. Schau mal, ich habe das Schlafzimmer von mir auch schon fertig gebaut. Sieht das nicht cool aus? Oh ja, sieht, ey, das ist so ein Partner-Style, Nelly. Ey, weißt du was? Ich glaube, die Villager, die werden wieder drauf gehen. Ich bin mal gespannt, was bei denen gerade abgeht. Aber so, Lucky, hörst du das auch, was ich höre? Oh nein, ich glaube, der ganze Tsunami, der fließt hier rein, Nelly. Hey, wie hat der das denn bitte sehr geschafft? Hey, Sim Lucky, unsere Türen waren nicht standhaft.
Oh nein, hier ist viel zu viel Wasser. Nelly, das fließt hier alles rein. Oh nein, das ganze Wasser fließt hier rein. Es ist zu viel. Es kommt von den Decken überall. Das Obsidian, das kann nicht standhalten. Alter, Leute, wie stark ist der Tsunami bitte sehr? Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so stark wird. Nelly, ich habe eine Idee. Wir müssen hier ganz, ganz schnell überall Obsidian platzieren, damit der Tsunami hier nicht reinkommt. Der kommt aber noch weiter rein. Das ist nicht gut. Unsere Schwämme werden nicht lange standhalten. Oh ja, und deswegen müssen wir jetzt hier ganz, ganz viel Obsidian platzieren. Platzier es überall. Ich glaube, so wird das Wasser hier niemals reinkommen. Oh ja, jetzt sind wir sicher. Das ist, hat nochmal ein gutes Ende gefunden, Nelly. Das hätte anders ausgehen können. Wir sind fast draufgegangen. Oh Mann, das war knapp. Ich hoffe, die Villager, die werden verlieren. Okay, dann haben wir noch einen Punkt. Oh ja, schau mal, mein Teppich ist hier ein bisschen kaputt gegangen. Das ist gar nicht gut. Warte mal. So, so sieht es wieder perfekt aus. Oh ja, wieder runterkommt. Wir haben es geschafft. Let's go. Oh ja, wir werden es auf jeden Fall schaffen zu über... Oh, oh nein, ganz, ganz viel Wasser. Das ist zu viel. Wie viel Wasser ist hier bitte sehr? Hallo, Fischis. Ihr müsst das Wasser aufsaugen. Warum schwimmen die einfach weg? Das kann doch nicht sein. Oh nein, das ganze Wasser, es fließt in unseren Bunker rein. Hey, das kann doch nicht sein. Die ganzen Fische verschwinden. Ey, Mann, warum habt ihr uns nicht geholfen? Unsere ganze Basis überflutet. Was passiert hier? Fische, saugt das Wasser ein. Oh, ich glaube, es klappt. Es klappt. Die Fische saugen das Wasser. Ey, es funktioniert einfach nicht. Oh nein, das Wasser kommt durch alle Decken. Das kann doch nicht sein. Das ist hier überall. Macht das ganze Wasser weg. Es tut alles zerstören. Ihr blöden Fischis, warum tut ihr denn nichts? Ich habe euch doch gesagt, saugt das Wasser auf. Ich glaube, ich muss noch einfach nur ein paar mehr davon platzieren. Dann wird es wohl funktionieren. Oh ja, es wird nicht funktionieren. Ich habe hier nur ein Aquarium aufgebaut. Was haben wir getan? Oh, ich glaube, der Punkt geht auch wieder an die anderen. Naja, wir werden aber beim letzten Punkt gewinnen mit der richtigen Geheimtaktik. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Nicht, dass hier sie... Ah, nein! Wir trinken. Keine Luft kriege ich. Schnell hier raus! Schnell hier raus, Gertrud! Oh Mann, das war nochmal knapp. Ich habe wieder Luft bekommen. Komm du, Freundchen, komm auch mit nach oben. Schnell, schnell, schnell. Ich rette dich da raus. Keine Sorgen. Okay, bisschen Zeit ist vorbeigegangen. Ich habe die Villager ganz laut gehört. Ich habe die auch schreien gehört. Ich glaube, bei dem ist alles kaputt gegangen. Oh ja, das könnte... Oh, wow, Nelly, wir müssen aufpassen. Hier ist überall noch Wasser. Das heißt, wir müssen das alles entfernen mit unseren ganzen Schwämmen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt ist hier alles wieder frei und der Tsunami ist vorbei. Lass uns mal schauen, wie es bei den Villagern aussieht. Hey, da seid ihr ja. Hey, bei uns ist alles sauber. Ihr müsst da gar nicht mehr schauen. Wir haben auf jeden Fall einen Punkt gewonnen. Warte mal, wirklich? Können wir euch da so vertrauen? Simlucky, schau dir das mal an. Was meint... Wow, Leute, ihr habt ein ganzes Aquarium hier unten, okay? Was habt ihr getan? Simlucky, okay, die haben auf jeden Fall einen Punkt verloren. Ihr habt verloren, gib's zu. Hört auf zu lügen. Nee, auf keinen Fall. Bei uns ist alles. Schau mal, schau, das Wasser geht auch schon wieder weg. Das Wasser wird einfach vom Holz aufgesogen und euer ganzes Holz stinkt jetzt, okay? Weil es voll ist mit Wasser. Es ist voll läbrig jetzt. Ha, oh nein, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Naja, okay, dann geben wir euch diesen Mitleidspunkt. Das ist kein Mitleidspunkt, wir haben offensichtlich gewonnen. Naja, wenn du willst, können wir jetzt mit der letzten Katastrophe weitermachen. Das heißt, wir drücken noch einmal den Knopf und jetzt wird es entschieden. Ich glaube, jetzt kommt der Vulkan, oder? Oh ja, jetzt kommt das Schlimmste von allen, Leute. Und es ist wirklich der Vulkan geworden. Ha, oh ja, da werden wir jetzt aber gewinnen. Eigentlich könnt ihr gar nicht mehr gewinnen. Oh doch, wenn wir das gewinnen, dann haben wir die ganze Challenge gewonnen. Wer hat das jetzt gesagt? Ich hab's gesagt und das wird auch so sein. Haha, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Leute, kommentiert jetzt allen eins in die Kommentare, falls ihr denkt, dass ich und Nelly es gewinnen. Oder kommentiert allen zwei in die Kommentare, falls ihr denkt, dass ich es gewinne mit meinem Freund Gertrud. Du wirst es auf keinen Fall gewinnen. Alle eine Eins in die Kommentare, komm schon, schnell, alle eine Eins in die Kommentare. Oh nein, wir haben noch eine Minute Zeit, Nelly, das heißt, wir müssen richtig schnell beeilen. Nur eine Minute, warte mal, was machen wir in der Zeit? Ich habe eine richtig gute Idee, falls es ein Vulkan ist, wird er bestimmt auch Meteoriten ausspucken. Und dafür brauchen wir eine Lösung. Wie wäre es, wenn wir einfach überall Netherportalrahmen nach oben platzieren, damit, falls die Meteoriten hier landen, nicht auf uns landen, sondern im Nether. Okay, die werden einfach wegteleportiert. Wow, das ist die beste Idee, die ich je gehört habe. Das ist eine schlechte Idee. Wir haben eine viel bessere. Jetzt passt mal auf. Leute, die kommen jetzt bestimmt wieder mit der dümmsten Idee, die ich je gesehen habe. Also, was könnte man sich Blödes ausdenken, um den Vulkan aufzuhalten? Wir haben eine Toilette. Okay, das hat meine Gedanken überschritten, Leute. Das hat alles gesprengt. Hä, hey, was für eine Toilette? Was soll das bringen? Ha, wisst ihr nicht, wo schon eine Toilette gut ist? Man kann sie runterspülen. Ja, man kann sie runterspülen. Das hätte ich vielleicht mit einem Tsunami machen können. Oder mit ganz viel Lava. Man kann nicht nur Pupsi runterspülen.
Ey, Bart, du hast einfach gepupst. Hör auf damit. Man kann auch Lava runterspülen. Und wir haben nicht nur eine Toilette, sondern 10.000. Okay, okay. Damit könnte das vielleicht wirklich funktionieren. Wenn ihr 10.000 Toiletten habt, aber seid ihr euch sicher, dass der Lava, also der Vulkan, nicht die Toiletten alle zerstört? Niemals. Wenn wir den runterspülen, dann würde es nicht funktionieren. Haha. Okay, Leute, die Villager sind nicht so klug, okay? Irgendwie haben die heute ganz verrückte Ideen. Aber es könnte vielleicht sogar klappen, Leute, sage ich euch so, wie es ist. Aber schaut mal, wenn hier ein Meteor drauf fällt von dem Vulkan, dann wird er sofort wegteleportiert, denn das sind ja alles Nether-Portalrahmen. Oh ja. Wir müssen aber es noch von innen sicher machen. Ich habe eine richtig gute Idee. Wie wär's, wenn wir hier überall Feuerresistenztränke hinschmeißen? Oder wir machen hier auch eine Kiste mit ganz vielen Feuerresistenztränken, falls der hier reinkommen sollte, damit wir sicher sind. Nelly, guck mal, wir platzieren das hier überall. Ist das jetzt nicht cool? Oh ja, warte mal, ich mache hier eine kleine Öffnung rein. Warte mal, Nelly, warum machst du das? Und dann zünde ich das an von der Seite. Wow, stimmt. Okay, so sind wir hundertprozentig sicher, Nelly. Das ist die krasseste Basis aller Zeiten. Weißt du, was ich auch noch mache? Ich werde hier überall ganz, ganz viele Feuerresistenztränke hinschmeißen, damit die Lava hier auf keinen Fall hinkommt. Wow, wir schmeißen hier die ganze Basis mit denen voll. Haha. Zum Glück, ich glaube, die Zeit ist gleich abgelaufen. Oh ja, nur noch eine Sache können wir erledigen. Und zwar hatte ich vor, alles diesmal durch Bedrock zu ersetzen. Okay, jetzt müssen wir es tun. Alles mit Bedrock ersetzen, komm schon. Und wow, Leute, hier sind wir ultra sicher. Aber mir fällt eine Sache auf. Eigentlich sollten die Portale jetzt hier kaputt gegangen sein. Oh, das wollte ich jetzt nicht, Nelly. Hey, das ist fiesig, aber da mache ich die Obsidian hin. Alles gut. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, jetzt kommt der Vulkan. Nein! Ha, wir haben hier noch eine kleine Grube gebaut, damit der Vulkan nicht zu den Toiletten kommt, die ganze Lava. Das wird euch nichts bringen, weil der Vulkan wird von oben runtergeschossen kommen. Das denkst nur du. Oh nein, Leute, ich glaube, der Vulkan wird jeden Moment anfangen. Aber wo... Alter, Leute, schaut mal nach oben. Sim Lucky, bring dich schnell in Sicherheit, schnell. Oh nein, Leute, das ist ja viel zu viel. Das ist Meteoren und kein Vulkan. Hey, wie sollen wir das nur überleben? Geh schnell in deine Basis, Villager Gertrud, komm hierher. Oh nein, das sind ganz, ganz viele. Wenn die uns nur treffen, dann sind wir am Ende. Oh nein, Leute. Oh Mann, da wurde schon was getroffen. Ich glaube, die Villager, die gehen gleich drauf. Ey, nein, die schlagen jetzt auch bei uns ein. Warte mal, hier vorne ist ein TNT. Wer war das? Keine Ahnung, aber das erzeugt diese ganzen Meteoriten. Oh nein, mein Kopf ist kaputt. Aber unsere Basis überlebt das bestimmt, Leute. Schnell in unsere Basis, Leute. Ich würde sagen, damit wir das überleben, lasst allen Abo und ein Like da, aktiviert die Glocke. Schnell, 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 Leute. Und drückt jetzt schnell aufs nächste Video, drückt auf die nächste Folge und vergesst kein Abo und ein Like da zu lassen. Und ciao, ciao. Tschüss, Leute. Seid die Besten. Tschüss. Rettet uns hier raus. Schnell.